Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Guido. Und ich gehe heute mit euch wieder auf Geocaching-Tour. Wir sind in der Schweiz unterwegs. Wir, das ist der Stefan heute mit unterwegs, ein guter Freund und Arbeitskollege. Der zeigt mir hier in der Schweiz ein paar Caches. Schaut mal den Ausblick. Hammer, oder? Ihr habt's gut, dass ihr mich ja jetzt am Bildschirm seht, weil hier ist es so heiß. Ihr habt bestimmt ein Schirmchen drink und wir schwitzen. Wie viele Meter haben wir noch, Stefan? Noch 12 Meter. Noch 12 Meter. Der Cache heißt irgendwie Bänkli. Und hier sind wir an der Bank. Was suchen wir? Bestimmt wieder Nano, Mini, irgendwas. Helft mir beim Suchen. Zack. Das muss. Oh, überall. Ah ne, es war Rasen. Ich dachte schon Spinnenweben. Hier so. Vielleicht da hinten, da in der Beuge drin. Schau mal da. Hier so. Hier so drinnen. Sah so aus. Ob da was ist. Ne, das wäre zu auffällig. Oder hier am Baum. Ich mach mal die stylische Sonnenbrille ab, meine neue. Wie findet ihr die? Ich finde die echt geil. Orkley macht schon echt die geilsten Sonnenbrillen. Und vor allen Dingen machen die eine Farbe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Sonnenbrille gefällt. Stachel. Der Stefan hat ihn gefunden. Das Beschreibung hieß, setz dich hin. Machen wir, schau nach rechts. Und da war der Baum, wo ich schon war. Schaut mal. Was der Stefan gefunden hat. Ich habe mehr nach oben geschaut, aber hier ist er. Seht ihr ihn? Zack. Unser erster Cache für heute. Super. Dann tragen wir uns mal in das Logbuch ein. Logbuch ist auch schön groß. Schaut mal. Ich habe natürlich meinen coolen Stempel dabei. Sehr gut. Und Stempel. Und jetzt verstecken wir den Cache wieder. Jetzt verstecken wir den Cache wieder. Schau mal. Zack. Super wieder versteckt. Schaut mal. Der Stefan ist zuständig für die Drohnenaufnahmen. Echt geil. Die Drohne ist schon heftig und die Bilder seht ihr ja gleich. Voll geil. Dann bleibt dran und seid gespannt, was euch noch erwartet. So, jetzt sind wir ein paar Minuten hoch den Berg gefahren. Hört ihr im Hintergrund das Schießen? Da ist ein Schießstand in der Nähe. Und wir müssen 160 Meter laufen noch in den Wald rein. Hier ist es angenehm im Wald. Grillen. Ja, falls die Caches heute zu schwer werden, habe ich extra einen Stefan mitgenommen. Ihr seht ja, der ist trainiert. Schaut mal, was ich sehe. Wird ja immer interessanter. Ah, das war eine Wippe. Kaputt. Wie viele Meter müssen wir noch im Wald rein? 30. Ich fühle mich wie Hänsel und Gretel. Hier wird so von den Mücken gefressen. Ja, ich merke schon. So.
da ist so ein Baumstamm. Der sieht ganz gut aus, oder? Der zweite Cache macht uns zu schaffen. Aber ich sehe keinen Stein. Vorhin ist so ein großer Hinkelstein gewesen, wisst ihr es noch? Ja, aber das war zu weit vorne, wa? Was sagt, wie viel Meter? 13. 13, okay. Ja, da ist ein Stein. Und ein Wurzelstock. Und ein schöner Baum. Alter. Okay. Jetzt sind wir doch schon. Sieht das doch schon mal anders aus. Schaut mal. Kriechen lauter Tiere. Und hier ist ein Loch. Also hier war auch schon lange keiner mehr, oder? Hier hinten. Hier hinten sieht was Auffälliges aus. Ah ja. Eine Brennnessel. Oh, 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 oh. Die hat mich gerade verbrannt. Unser zweiter Cache für heute. Logbuch in der Tüte ist auch nicht schlecht, aber ist schon nass. Schön ist was anderes, aber wir locken uns mal ein. Und ich lasse, glaube ich, noch einen Aufkleber hier. Wir tun die Dose wieder verstecken. So, versteckt. Jetzt müssen wir noch das App öffnen und uns da noch eintragen. Bleibt dran, seid gespannt, was noch kommt. Bis gleich. Bisschen hoch auf den Berg gefahren. 20 Meter noch. Okay. 20 Meter, sagt der Stefan. Da hinten sind Bienenstöcke, da klappst du nachher ganz so laut dran. Da hinten. Und dann rennen. Auf! Ich stehe hier. Schaut euch die Wand an und er will den letzten Baustein da unten rausziehen. Hör auf! Oder hier drinnen irgendwo. Wir suchen ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Wenn wir ihn hoffentlich gefunden haben. Also, bleibt dran. So, also wir haben jetzt echt über 20 Minuten gesucht. Und schaut mal, hier gibt es 1 Million Verstecke. Und das App, das springt immer 5 Meter, 7 Meter, 3 Meter. Wenn du dahinter gehst, heißt es wieder 8 Meter in die Richtung. Wir haben auf dem Foto gesehen, ist irgendwie ein Baum, ist ein Röhrchen und ein Baum ist im Hintergrund. Aber hier gibt es natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 Bäume. Und wir haben echt überall gesucht, am Fuße von geschlagenem Holz. Seht ihr ja, wie viel Holz hier rumliegt. Also wir brechen ab. Wir wollen noch ein bisschen mit der Drohne fliegen. Wir machen uns los. Zum nächsten Cache, die auf dem Weg liegt. Angekommen an geheimnisvollen Ort. Schaut mal, hier sind überall Steine und der Cache heißt Stefan. Wie heißt er? Hübelmäntli. Und damit ist bestimmt das hier gemeint mit der großen Nase. Und hier muss ein Cache versteckt sein. Na gut. Noch 2 Meter. 2 Meter. Ich habe was gesehen. Wartet. Schaut mal, das ist doch sehr auffällig. Ich möchte da nicht reinfassen, Stefan. Okay. Weißt du, da ist eine Riesenschnecke. Ja, das macht nichts. Okay.
Ich will die nicht anfassen. Rein, ja. So. Und unser dritter Cache für heute. Zack. Du willst ja auch. Okay. Du suchst meine Seite, wo wir uns eintragen können. Arbeitsteilung. Dann darfst du dich eintragen. Haben wir uns eingetragen ins Logbuch? Der war echt gut zu finden. Schnell, vor allen Dingen schnell. So, wir verstecken den Cache natürlich wieder. Zack. Und wo ist das Holz? Zack. So. Und da oben steht das Cache-Mobil. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe nichts mehr. Also, Sonnenbrille auf. Weiter geht's. Es liegt, glaube ich, schon noch ein Cache auf dem Weg. Den nehmen wir natürlich mit. Also, bis gleich. Bleibt dran. Wir sind jetzt am nächsten Ort angekommen. Gemeinde Ebers Eckenzimmer. Ist es ein Mikro oder was ist es? Schauen wir mal schnell. Mikro, glaube ich. Nein. Dann an der Bank. Vielleicht. Ich schau mal hinten beim Wasser. Er hat wieder zu viel Kraft. Hast du gefunden? Ah, ich auch. Ich sehe ihn. Stefan, da unter der Bank. Der Stefan zeigt mal. Da hat er unseren vierten Cache heute. Wow, haben wir es doch noch geschafft. Aber ist schon spät. Wir wollen heute noch grillen. Aber schaffen wir schon. Stefan holt's raus. Mach für mich auch gleich runter Datum wenigstens stempeln. Dann brauche ich nur. Super. Versteckt ist auch wieder. Bedankt mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, so wie uns. Es war echt wieder super und natürlich Wetter spielt auch mit. Also lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Guido und natürlich der Stefan auch. Ciao, bleibt gesund, geht raus zum Cachen. Ciao.